Guten Tag, ihr Lieben. Und hier kommt meine kleine Adventsgeschichte zum 5. Dezember. Ja, ganz gewiss sind viele von euch nun schon so fleißig und ihr bereitet euch vor, auf Heiligabend und überhaupt auch die Weihnachtszeit auch so richtig schön zu gestalten, die Adventszeit hübsch auszurichten für die Familie, für euch und für die Freunde. Da kommt man ganz schön ins Rotieren. Und genau dazu ist meine Geschichte zum 5. Dezember, sozusagen ein Nikolausgeschenk für die Seele. Es war meine Königin. Die regierte ihr Land und sie war nicht zufrieden. Sie dachte, ich könnte es besser machen, ich mache es nicht richtig, ich könnte noch mehr tun. Sie stellte den Wecker immer schon morgens vor 6 Uhr und abends ging sie spät ins Bett mit großen Gedanken und mittags aß sie nur ganz wenig, ein kurzes Essen im Vorübergehen und den ganzen Tag arbeitete sie hart. Aber es war immer noch nicht genug, fand sie. Es hätte besser sein können. Und weil sie es besser machen wollte, ging sie zu dem großen Ratgeber in den Wald, von dem man sagt, er hat für alles eine Medizin. Ich nehme alles, sagte sie. Hauptsache, ich werde besser und bin nicht mehr so unvollständig. Der Ratgeber sagte, ja, Königin, natürlich habe ich eine Medizin für euch. Ich kann sie aber erst in einer Woche bringen und bis dahin gibt es eine Vorbereitungszeit. Du wirst ab jetzt den Wecker morgens immer erst um 9 Uhr stellen. Bleibst so lange im Bett, auch wenn du wach bist. Sagt die Königin, oh Gott, erst um 9 Uhr kann ich anfangen zu regieren, aber sie versprach's. Und so stellte sie den nächsten Tag den Wecker um 9 Uhr. Bis dahin lag sie schon seit 5 Uhr wach im Bett. Den ersten Tag war es schlimm, den zweiten war es schon besser und den dritten schlief sie sogar bis 9 Uhr. Mein Gott, ja. Und sie merkte, dass die Regierungsgeschäfte gar nicht schlechter liefen. Nein, es lief eigentlich ganz gut. Und sie wunderte sich. Und nach einer Woche da fühlte sie sich schon viel besser. Und als dann der Ratgeber kam, da freute er sich. Er sagte, so Königin, nun kommt meine Medizin. Das erste ist, ihr stellt den Wecker morgens immer erst um 10 Uhr. Und am Abend hört ihr auf zu arbeiten um 5 Uhr. Mittags macht ihr euch ein schönes Mittagessen und ihr esst dann ganz alleine mit eurem kleinen Silberchen Gäbelchen mit dem silbernen und dem silbernen Löffelchen und macht es euch ganz hübsch. Und am Wochenende macht ihr frei und ihr gebt euch in jedem Fall in jeder Woche nochmal 1 bis 2 freie Tage ohne Regierungsgeschäfte. Oh, die Königin versprach es, denn er war berühmt. Und dann machte sie es so. Sie ließ den Wecker erst zu spät klingeln. Ach, mein Gott, was für Zeiten. Sie brauchte eine Weile, sich daran zu gewöhnen und sie musste viele andere Dinge in ihrem Regierungsgeschäft in aller Ruhe anderen Menschen übertragen. Und das Interessante war, das ging gut. Es hat unglaublich geklappt. Die Königin war so froh und sie sah ganz rosig aus. Ich habe noch ganz vergessen, über ihren Mann zu sprechen. Der König war sehr stolz auf seine Frau. Mein Gott, lange lag sie morgens in seinen Armen. Und er konnte sie liebkosen und betrachten und loben. Er machte mit ihr königlichen Urlaub. Er machte herrliche Wochenenden. Und alle Menschen, die die Königin umgaben, sprachen davon, dass sie so, so schön und so wunderbar gesund und freundlich geworden war. Ja, die Königin lebt noch heute. Ja, sie ist immer schöner geworden. Und die Medizin, darüber hat sie ein Buch verfasst, das heißt, wie das Leben besser geht, indem man sich entlastet. Dies, meine Lieben, war mein kleines Adventsgeschichtlein zum 5. Dezember und ich hoffe, ihr wendet's an und fangt schon mal an, damit den Wecker morgens später zu stellen und viele Dinge anderen Menschen anzuvertrauen. Herzliche Grüße aus dem kleinen Höfchen im Wohlfühlhaus, eure Michaele.